Der Botschafter hat gesagt, die Deutschen haben ja lange Zeit gesagt, nein, Putin wird diese Invasion nicht durchführen. Es ist doch alles anders gekommen. Wie reagieren Sie nun auf diese Aktivierung der atomaren Alarmbereitschaft? Nachdem wir ihn ja viele Jahre nicht ernst genug genommen haben, sollten wir ihn ernst nehmen und immer auch vom Worst Case ausgehen. Aber für mich ist diese furchtbare Ankündigung eher Indiz dafür, dass er sich komplett verrechnet hat. Er hat nicht mit der Widerstands- und Verteidigungsfähigkeit und Bereitschaft des ukrainischen Volkes gerechnet. Er hat nicht mit der Geschlossenheit und Entschlossenheit des Westens von EU und NATO gerechnet. Und er hat auch nicht damit gerechnet, dass es so weitreichende und schmerzhafte Sanktionen gibt. Und nun greift er zu einem Instrument, um die europäische Gesellschaft zu verunsichern, sie zu ängstigen und damit auch Druck auf Politik auszuüben, nach dem Motto, ihr seht, wenn ihr euch in die Ukraine einmischt, was euch dann droht. Wir dürfen diesem Druck aber nicht weichen. Wir müssen standhalten, wir müssen weiterhin auch zur Ukraine stehen. Denn ich befürchte, wenn wir das täten und jetzt unsere Solidarität mit der Ukraine relativierten, dass dann wirklich Schlimmeres passierte. Also ich gehe fest davon aus, dass er diese Option nicht ziehen wird. Aber wir müssen ihn ernst nehmen. Im Gegensatz zu anderen sage ich ja, der ist nicht verrückt, sondern in seiner Gedankenwelt agiert der sehr rational. Es ist nicht die Gedankenwelt, die wir hier gemeinsam teilen, aber seine Gedankenwelt, mit der wir uns auseinanderzusetzen haben. Nun sage ich das als Politiker und nicht als Psychologe.